Hier wirst du blockiert Angriffe auf die Stärke. Für jeden Punkt, um den du gegnerische Rüstung deine Stärke überschreitet. Ne, übersteigt. Besteht eine 10% Chance von, dass dein Gegner abgelenkt, dass dein Angriff abgelenkt wird. Beachte, dass die Trefferchance über die Angriffsschaltfläche angezeigt wird. Greif diesen Gegner an. Ja. Abgelenkte Angriffe wirken keinen Schaden. Ab jetzt wirst du schrecklich versagen, wenn du die Rüstung nicht zerstörst. Es ist gleichermaßen wichtig, die Stärke und Rüstung anzugreifen. Oh, Ludin! Nein! Du verdammter Idiot! Sagt, 100% zu treffen. Eine Stärke und eine Rüstung schaden, das ist... Gehen wir mal ran! Angriff. Ah, 2 Rüstungsschaden. Komm. Brauchen sogar 4 Rüstungsschaden. Los geht's! Und normaler Angriff. Das müsste jetzt... Ja, meine Leute den Schaden auf jeden Fall drastisch gesenkt haben. Und nochmal. Bam! Au! Das tat weh! Oder sollte ich lieber einen Schritt zurückgehen? Am besten, ich gehe erstmal aus Reichweite von ihm und hau ihm dann in die Fresse. Müsste er sich erst bewegen, mich anzugreifen? Dachte er nicht. Okay, was auch immer er da tut, das gefällt mir nicht. Aber ich kümmere mich erstmal um den hier. Okay. Hat er jetzt seine Rüstung regeneriert? Ach, keine Ahnung, was er gemacht hat. Ist mir auch egal. Ich gehe erstmal zur Seite. Ich glaube, das war dumm. Das war... Oh! Hey! Dadurch kann er gleich angreifen. Das will ich mir eigentlich sparen. So, er ist ja ziemlich gut darin, Rüstung zu durchdringen. Ah, ich sollte ihn langsam mal in Sicherheit bringen. Bevor er auch noch umfällt. Zug beenden. Aua. Macht gar keinen Schaden mehr. Sauber. Und Angriff. Bam. So ist es richtig.
Der Schaden ist minimal, das macht also keinen großen Unterschied. Ich habe auch keine Punkte mehr, ne? Abgelenkt, sauber. Na komm, legen wir dich um. Was soll das werden? Angriff. Schaden ist minimal. Es ist schön. Es macht Spaß, das Spiel. Bam! Der Face. Hat doch relativ gut funktioniert. Gut. Preis für die Förderung. Yeah! Ja, lief doch eigentlich ganz gut. Willst du unbedingt sterben, Ludin? Was machst du hier? Ich habe versucht... Ich wollte einen Schuss zwischen die Platten landen. Hast du noch nie einen Wüter gesehen, Junge? Welcher Idiot würde zerstöre zuerst ihre Rüstung? Wo sind sie her? Wo sind die hergekommen? Wir haben sie nicht kommen sehen. Sie waren plötzlich da. Harkon geht zu Vogelnir, der mit dem Gesicht nach unten liegt. Das... Ach ja. Der zukünftige Wahlkönig rührt sich nicht mehr. Eine Blutlache breitet sich aus. Vogelnir ist tot. Dem Schwert geschnitten. Vogelnir war der andere Typ da. Oh. Aber Vogelnir war der Typ mit den roten Haaren, wenn ich mich nicht erinnere, ne? Ja, genau. Woher ist dieses Ding gekommen? Psst, bleib dich bei mir. Ich glaube, es hat uns gesehen. Okay, scheiße. Doch, Vogelnir war der Ding. Das ist nicht der andere rothaarige Typen. Das ist er nicht gewesen. Nee, das war er nicht. Die Aufstellung folgt vor der Schlacht. Klick auf den Charakter Rook und Allied, um sie innerhalb der blauen Vierecke zu bewegen. Klick auf Bereit in Position. Nein, schon ein bisschen. Ja, okay. Vorsicht, nicht zu nah ran. Ich habe Informationen zu ihren Fähigkeiten anzusehen. Leichter Schritt, die Landrasse kann sich durch 15 öffnen, okay? Bewirkt einen Punkt Rüstungsschaden, allen Verbündeten die Reichweite greifen das Ziel automatisch an. Okay. Holzmarkierung. Wirkt einen Punkt Rüstungsschaden, alle Verbündeten die Reichweite greifen, okay. Ich geh mal rüber. Ich hab Angst vor dem Vieh. Mit seinen Reichweite des Angriffs. Ja, das Rücken alle haben eine viel größere Reichweite als Nag. Ach, er kann auch schießen, oder was? Okay. Oh nein! Aua! Fuck! Einfädelung? Zwischen... Ja, werden die getroffen. Okay, ach sowas. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Fuck, das Vieh ist schneller als ich. Mm.
Ah, er kann das weg. Bam! Oh, es geht doch. So, na, schön, wunderbar. Okay, also es geht. Den Beinen. Ich habe Angst, dass es nicht einfach ist, aber mit Bogenschützen ist das auch ziemlich stark. Was war das? Ein Wüter? Achso, scheiße, falsche Stimme. Olette sieht ruhig aus, aber du weißt, dass ihr das Herz bis zum Hals schlägt. Genau, lass sehen. Bist du verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Als der Wüter angriff und der Jox gescheut hat, sind die meisten Vorräte vom Wagen gefallen und du siehst weitere dunkle Gestalt zwischen den Bäumen, als du in diese Richtung blickst. Das ganze Essen. Mehr werden wir vor dem Winter nicht bekommen. Was sollen wir machen? Nicht weglaufen. Lass mich nachdenken. Wie ist die Vorräte? Gehen wir zurück zu Sokra. Wenn wir uns beeilen, können wir sie einsammeln, bevor die Hüter auftauchen. Meinst du, dass du mit noch mehr fertig wirst? Ich kann sie zwischen den Bäumen erkennen. Bist du sicher? Nein, wir müssen es versuchen. Beeil dich. Wir müssen Vorräte sammeln. Das geht einfach sonst nicht. Das passt schon. Olette beruhigt den Jox, während du ihn windest, alle die Vorräte auf den Wagen griffst. Es tauchen weitere Hüter auf, aber du kriegst den Wagen wieder flott, ehe sie heran sind. Langsam verschwinden die riesigen Gestalten in der Ferne. Die Vorräte bestehen aus Essen und anderen Dingen, die Karawane unterwegs braucht. Wenn die Vorräte verbraucht sind, beginnen die Leute zu hungern. Je mehr Personen sich in der Karawane befinden, desto schneller werden die Vorräte verbraucht. In der Reiseanzeige oben auf dem Bildschirm siehst du, wie viele Tage die Vorräte noch reichen. In den meisten Städten gibt es Vorräte zu kaufen, außerdem eigene Geschenke. Wo steht, wie lange die noch reichen? Ach so, da. Versorgung für Tage, ja. I never expected to see the dredge with my own eyes. What happened in the north? Already we see more between the trees as we approach our home, and Alette grips my hand tight. We must find Ivar. Ja, also sind das welche von denen? Ah ja, das sind sie. Sie sehen ein bisschen aus wie Roboter. Voll komisch eigentlich. Aber naja. Gucken wir mal, was passiert. Aber die beiden gefallen mir auch vom Charaktertyp her. Ivar. Ein riesiger Wal überragt die Männer auf dem Übungsgelände. Er blinzelt, als du dich näherst. Schon wieder da, Jagdmeister? Ich hatte dich morgen erwartet. Wüter, überall! Wüter? Wie sind die durch Grauhorn gekommen? Sie müssen durch das Fort gebrochen sein. Die Kämpfer in der Nähe haben ihre Übung unterbrochen. Sie sammeln sich um euch. Verdammt! Sie werden bald hier sein. Jeden Moment! Ihr hört Schreie. Leute aus der Umgebung rennen auf die große Halle zu. Ivar wendet sich an den an einen der Älteren aus der Kämpfergruppe. Egil, bringt Olette in die große Halle und sagt dem Oberhaupt, was passiert. Die anderen Leute sammeln so viele Leute, wie sie können. Komm, Olette. Nein, halt! Ich will helfen! Geh mit Egil, Olette. Olette sieht aus, als wolle sie protestieren, aber sie schaut nur grimmig und läuft Richtung Sicherheit. Götter, Rook, sagt ihnen bloß nicht, ich wüsste, was ich tue. Ich weiß, es ist absurd, aber sie haben es geglaubt. Was ist der Plan? Einfach alle Wüter zurückhalten, die wir sehen, bis alle drin sind. Dann überlegen wir neu. Weitere Schreie aus den Häusern auf einem der nahen Hügel. Häusern auf einem der nahen Hügel ziehen den Aufmerksamkeit auf sich. Bah! Scheiß Lesen, ey. Ich hasse das. Naja, soll's.
Gut. Und schon sammeln sich zahlreiche Wüter. Die Angst droht zur Panik zu werden. Wie lange müssen wir das durchhalten? Fragst du Ivar. Er schüttelt den Kopf, er weiß es auch nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Zugreihenfolge. Erweiter. Manche Bewegungen sich von links nach rechts die Reihenfolge, in der du dich platzierst. Die Initiative-Reihenfolge ist sehr wichtig, wenn du Strategien ausarbeitest. Stets beispielsweise schütze den Nahkampfeinheiten ein, damit sie hinter ihnen geschützt sind. Die Einheitssymbole auf die entsprechende Zugreihenfolge, okay. Gut. Okay, wenn das war. Ich glaube, das ist richtig. Die Nahkampfeinheit muss also tanken, wie immer. Schön. Oh my goodness, das ist ein bisschen unfair, finde ich. Der mit dem Schild sieht nach Ärger aus. Ach, echt? Mit ihm fertig werden.